herzlich willkommen zu einem neuen Video und zum zweiten Teil vom diesjährigen Hausflipper Halloween Update. Wer den ersten Teil nicht gesehen hat, kann gerne mal jetzt in die Infokarte klicken. Da gelangt ihr zu meinem ersten Teil, in dem wir das coole Apartment gemacht haben. Heute wird's spannend, denn wir machen heute Zimmer 404. Das ist nämlich der zweite Teil des Halloween Updates dieses Jahr. Und zwar soll das Ganze laut Beschreibung ein ganz normales Haus sein. Mit ganz vielen Gänsefüßchen auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe auf ein paar Jumpscares oder Easter Eggs oder im besten Fall beides. Und ich würde sagen, wir schauen da jetzt endlich mal rein. Ganz kurz noch eine Info. Ich habe gestern gar nicht erwähnt, dass wir dieses Firehouse, wie es hier genannt wird, auch kaufen können. Das heißt, wenn ihr Bock habt, das Ganze nochmal als eigenes Haus zu kaufen, könnt ihr das auch tun. Aber heute erstmal Zimmer 404 und ich würde sagen, los geht's. So, und die Beschreibung ist eine gemütliche Wohnung, in der alles aufgeräumt ist. Die Möbel im Stil der 90er sorgen für ein Gefühl der Normalität. Okay, ich bin gespannt. Wenn das Ganze wieder fertig eingerichtet ist, dann würde ich sagen, dass wir in diesem Video uns das Ganze nur anschauen und halt ein bisschen aufräumen, sauber machen und nicht umbauen. Einfach nur, weil wir das auch im letzten Jahr so gemacht haben bei der Mansion und ich glaube, dass das fürs Video so am besten ist. Vielleicht können wir ja mal irgendwann das Ganze noch dann auch umbauen oder so. Aber ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze heute vor allem einmal an, denn ich bin sehr gespannt. Und wie gesagt, wenn das Ganze schon so perfekt eingerichtet ist, dann macht es auch nicht so viel Sinn, das vielleicht umzubauen jetzt hier im Video. Aber egal, genug geredet, wir kaufen das Haus und wechseln einmal rüber. Okay, der Ladebildschirm sieht schon mal ein bisschen creepy aus. Ich bin gespannt. Was ist denn jetzt los? Moment mal, dieses Haus ist verflucht, aber wir können den Fluch für dich brechen. Möchtest du mit dem gruseligen Zeug spielen? Aber absolut, ey. Das ist aber eine sehr coole Idee, das heißt, wir können diesmal auswählen, ob wir creepy haben wollen oder nicht. Das ist sehr cool für die Leute, die wirklich überhaupt kein Horror-Feeling wollen, auch wenn ich jetzt nicht glaube, dass es so Ultra-Horror-Feeling wird, aber trotzdem finde ich das eine coole Idee. Und zwar haben wir die Option, ja, ich habe vor nichts Angst oder nein, ich möchte ohne Geister spielen. Wir nehmen natürlich die erste Option, auch wenn das wohl absolut nicht stimmt. Okay, ich bin echt gespannt jetzt nach dieser kleinen, man könnte es ja auch Warnung nennen. Die Hunde sind auch dabei, das passt jetzt vielleicht nicht ganz zum Feeling. Ich mach mal Sitz gleich, dass die mir nicht die ganze Zeit hinterherlaufen. Okay, also hier sind wir reingekommen. Ich weiß gar nicht, ob ich die Taschenlampe anmachen will. Das sieht echt aus wie in einem Horrorspiel, ne? Was war das denn? Okay, diese Tür habe ich nicht aufgemacht. Hey, was war das denn? Okay, da ist irgendwas runtergefallen. Können wir hier den Strom einmal wieder aktivieren? Ich habe irgendwie so das Gefühl, das wird nicht funktionieren, oder? Ich schaue mal, ob wir Licht anmachen können. Können wir. Okay. Das ist, glaube ich, bis jetzt das am meisten creepy aussehende Apartment, dass ich ein Hausflipper jemals gesehen habe. Ja, wir schauen uns erstmal weiter um. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass ich irgendein Easter Egg übersehe. Im letzten Jahr habe ich ja den geheimen Kellerraum in der Mansion übersehen. Habe ich dann in den Kommentaren erfahren. Boah, Junge. Was war das denn? Okay, die Sicht ist auch so komisch verschwommen. Das Telefon klingelt. Ich will da eigentlich nicht rangehen. Anruf annehmen, okay. Hallo? Hallo? Hat er gesagt, I'm always flipping houses? Ja. Ich auch. Der sagt nichts anderes mehr, oder? Ja, okay, ich glaube, er sagt nichts anderes mehr. Aber die Sicht bleibt so komisch verschwommen. Das ist kein gutes Zeichen. Da liegt eine Kerze. Die sollte so nicht liegen, weil die brennt noch. Wir machen mal das Bett. Oh Gott, was ist das denn hier? Das sieht überhaupt nicht sass aus hier. Okay, da ist nichts drin. Bleibt die Sicht so komisch? Okay, das ist nur da drin. Was? Die waren gerade noch nicht da. Aber die sind hier rein. Ist da was hinten dran? Nee. Ich glaube, hier ist nichts anderes, oder? Das sieht auch gar nicht gut aus, ne? Falls ihr irgendwelche Easter Eggs oder auf irgendwas anspielt, irgendwas, dann sorry, wenn ich es nicht verstehe übrigens, an der Stelle mal erwähnt. Das kann man nicht wegwischen, oder? Igitt. Das kann man echt nicht wegwischen. Aber das Wasser läuft. Ist es rot? Nee. War das schon alles? Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass es schon alles war.
Aber vielleicht ja auch doch. Was denn hier passiert? Was denn hier passiert? Okay, der Fernseher benutzen? Ach, der Stuhl. Wieso ist denn die Sicht so komisch? Irgendwas muss hier noch gehen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil wenn man das jetzt hier renovieren will, wäre das ja auch do Spiel speichern? Warum kann man hier Spiel speichern machen? Warum konnte man hier Spiel speichern? Immer noch. Ich räume mal. Oh. Ich wollte eigentlich nur die Küche aufräumen. Jetzt habe ich hier was verkauft. Okay, ich räume mal, wie gesagt, ein bisschen auf. Kann man die Fußabdrücke wegmachen? Nein, kann man nicht. Irgendwas habe ich doch übersehen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser verwischte Bildschirm die ganze Zeit so bleibt. Habe ich irgendeinen Geheimraum übersehen vielleicht? Was ist das denn hier? Okay, es ist 9 Uhr, also es ist nicht 3 Uhr nachts. Ganz komisch. Mach das Licht an. Ich bin mir nicht ganz sicher, was hier noch passiert. Falls hier noch was passiert, ich weiß es nicht. Was ist eigentlich hier passiert? Wasserflaschen? Die Tür geht nicht zu. Das ist auch sehr schön. Doch, jetzt ist sie zu. Jetzt ist sie wieder auf. 11:45 Uhr steht hier. Oder ist es der Timer, wie lange der Ofen noch läuft? Auch wenn nichts drin ist, ich weiß es nicht. Hier sind ein paar schöne Bilder. Den Fernseher kann man auch nicht verkaufen, ne? Sehe ich gerade. Warte mal, ist hier noch? Ist hier noch irgendwo ein Raum, wo man nicht sieht? Nee, ne? Auf der Map ist alles. Haben wir alles gesehen? Ich habe gerade eine Kerze aufgehoben. Fällt mir gerade auf. Die ist einfach verschwunden. Das ist schon mal interessant. Kann ich mit der Kerze was machen? Moment. Kann ich die Kerze hier. War das gerade eben schon so dreckig? Hier ist noch eine dritte Kerze. Kann ich die nicht da rein. Reinstellen? Doch. Ah! Ich habe den Fluch gebrochen, oder? Kann das sein? Spiel speichern? Okay, das war eine coole Idee auf jeden Fall. War nicht besonders viel zu machen. War auch nicht besonders gruselig. Aber war schon cool auf jeden Fall. Jetzt stehen da nur noch Schuhe. Die können wir immer noch nicht anfassen. Oder war es das? Ich habe halt Angst, dass ich was verpasse, ne? Ey, das ist ein sehr schönes Bild. Jetzt können wir das wenigstens mal anschauen. Ich habe Angst, dass ich was verpasse, aber ich glaube, wir haben den Fluch gebrochen. Aber mich wundert es trotzdem, dass wir die Schuhe. Ah, okay, jetzt können wir die Schuhe verkaufen. Alles klar. Okay, sehr gut. Ja, war eine coole Idee. Ich muss gerade sagen, dieses Bild hier sieht echt schön aus, ne? Jetzt ist auch Tag geworden, sehe ich gerade. Ey, voll die coole Stadt hier außen auch. Okay, dann würde ich sagen, wir räumen noch kurz auf. Badewanne ist auch sauber. Noch ein bisschen putzen können wir hier. Wie gesagt, das Haus ist ja schon fertig eingerichtet, deswegen würde ich jetzt in dem Video hier nur noch aufräumen und nicht irgendwie jetzt komplett umbauen. Ist aber generell eigentlich ein ziemlich cooles Apartment. Ich weiß gar nicht, können wir jetzt hier auch wieder den Fluch aktivieren? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, gut. Oh, was sehe doch Schönes, habe ich gar nicht gesehen vorhin. Eine entspannte Axt ist hier drin und ein Brecheisen, auch sehr schön. Und wieder ganz viele Flaschen. Ich glaube, die sind noch Müll. Die müssen wir noch wegräumen überall. Hier ist auch. Ach so, hier ist ein Teller kaputt. Und hier sind noch Flaschen. Zack. Hier oben ist noch eine Box. Und was haben wir noch? Das war's, glaube ich, ne? Okay, gut. Das war's von dem diesjährigen kleinen House Flipper Halloween Special. War dieses Jahr sehr cool, weil es zweigeteilt war. Zum einen dieses Apartment und jetzt auch noch dieses zweite Creepy Apartment. Ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung zu diesem Update in die Kommentare. Ich persönlich fand es eine sehr coole Idee. War jetzt, also dieses zweite Apartment hier war jetzt natürlich ziemlich klein, aber dafür halt wirklich ein paar coole Sachen drin und ein paar coole, creepy kleine Ideen eingebaut auf jeden Fall. Fand es auch eine coole Idee, dass man das deaktivieren kann. Für die Leute, die das eben vielleicht so gar nicht abkönnen oder so. Ist ja immer noch House Flipper, was wir hier spielen und nicht irgendwas, wo sowas normalerweise vorkommt. Deswegen fand ich auch die Umsetzung eine sehr coole Idee. Wie gesagt, schreibt mir gerne auch mal, was ihr aus diesem Raum so gemacht habt oder aus diesem Apartment. Ich habe jetzt ja wirklich nur aufgeräumt und den Fluch gebrochen, immerhin. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Halloween natürlich und wir sehen uns hoffentlich dann im nächsten Video wieder. Und bis dahin würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und bevor wir das Video beenden, verkaufe ich das einmal noch. Obwohl, ich würde sagen, ich behalte es erstmal noch. Vielleicht, weil wenn es verkauft ist, ist es ja verkauft auf diesem Spielstand. Deswegen, wir behalten das Haus mal noch. Vielleicht habe ich ja auch irgendwas übersehen oder so, was ich mir im Nachhinein noch anschauen will oder soll. Das heißt, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare.
Und ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal und ciao.